Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir testen heute Akkus im Grenzbereich. Und zwar wirklich die Akkusysteme der verschiedenen Hersteller hier im Grenzbereich im Zusammenhang natürlich mit den Geräten. Denn wie stark ist eigentlich das neue PowerStack-System von DEWALT wirklich? Wie viel Kraft hat es im absoluten Grenzbereich? Wie ist das eigentlich mit den High-Output-Akkus von Milwaukee? Taugen die was oder nicht? Oder ist das beste System vielleicht sogar Makita 40 Volt oder ist es Procore oder? Das in diesem Video und ich sage euch 1600 Löcher und das Ergebnis wird euch von den Socken hauen. Und natürlich kannst du heute auch wieder etwas gewinnen und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein. Schreib einfach unten in die Kommentare, was denkst du denn, wer gewinnt? Und wenn du es nachher erfahren hast, hättest du das gedacht? Heute also 1600 Löcher in diesem Video und ich sage euch eins, ja, das hat wirklich, wirklich Kraft gekostet, denn 1600 Löcher zu bohren mit diesen Geräten immer so weiter und nicht ein bisschen Loch bohren, sondern wir reden hier von einem 54 mm Forstner Bohrer mit selbst schneidenden Zentrierspitze, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Oh. Ich sage euch, wir waren echt, echt geschafft und froh, dass wir es fertig hatten. Denn wir haben Folgendes gemacht. Wir haben vor kurzem ja ein Video gemacht zum Thema PowerStack. Da haben wir einerseits den normalen 5 Ampere PowerStack genommen, den normalen 5 Ampere genommen und den PowerStack und haben einfach Schrauben geschraubt. Und da war es so, dass wir bei derselben Schraubengröße, beim selben Akkuschrauber mit dem normalen 5 Ampere nur halb so viel geschafft haben wie mit dem 5 Ampere PowerStack. Das heißt, wirklich 5 Ampere sind ja 5 Ampere. Das heißt, die Menge Energie in beiden war dieselbe, aber beide waren hinterher leer, aber er hat doppelt so viel Schrauben geschafft. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Das möchte ich doch wissen. Wie ist das für alle? Aber ich habe eine Anwendung gesucht, die wirklich im Grenzbereich ist. Und der Grenzbereich von so einem Akkuschrauber und so einem Akku Akku ist natürlich eine Frage. Und da haben wir gedacht erst, naja, Schrauben, ganz viele Schrauben, da werden die ja nicht wirklich beansprucht, nicht so beansprucht, wie es halt wirklich im Maximum ist. Da haben wir erst überlegt, vielleicht Lochsägen, vielleicht nehmen wir große, lange Schrauben, das war aber alles irgendwie schwierig. Flachfräsbohrer war auch noch so eine Idee, aber am Ende sind wir zu dem hier gekommen, und zwar zu Forstner-Bohrern. Bei diesem Forstner-Bohrer ist es einfach so, dass wir hier, wir haben auch einen DEWALT-Forstner-Bohrer genommen, wobei das eigentlich irrelevant ist, wir haben hier eine selbstschneidende Zentrierspitze. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Es gibt ja normale Forstner-Bohrer, die haben hier nur eine kleine Spitze hier, die aber kein Gewinde haben. Da ist es so, dass du bestimmst, wie sehr du durchs Material kommst. Wenn du dich nur ein bisschen drückst, ist kein Problem, drückst du ein bisschen mehr, dann geht das auch ein bisschen mehr voran. Bei denen hier ist es immer identisch. Das heißt, sobald es den Kontakt mit Holz hat, zieht es sich ja selber heran mit dieser selbstschneidenden Zentrierspitze. Also mit dem Gewinde ja quasi. So, und drückt dann diese gesamte Fläche, die wir haben, nach unten in das Holz rein. Das ist eine enorme Belastung für die Geräte, weil die Geräte dann Folgendes machen müssen. Die brauchen richtig viel Kraft, richtig viel Bums, wie ich immer sage, um dann reinzudrehen. Und dann passiert Folgendes. Sie brauchen sehr viel Energie, die sie hier aus dem Akku rausziehen müssen. Und das Gerät selbst muss das Ganze umsetzen hier oben im Motor und muss hier auch richtig arbeiten. Und was bekommen wir daraus? Wir sehen erstmal, überhitzen die Akkus, weil sie so viel Energie brauchen und weil sie so viel Energie rausgezogen wird, überhitzen die, schaffen sie das. Wir sehen aber auch, ob der Motor hier effizient ist mit der Energie umsetzt und wie gut hier die Kühlung ist. All das sind Dinge, die wir rausbekommen. Und das haben wir getestet mit genau diesen Geräten. Und ich sage euch, das Ergebnis verwirrt mich immer noch.
Welche Geräte habe ich hier eigentlich genommen, um zu testen? Und eigentlich, bis auf eine Ausnahme, und die ist extrem wichtig, werden wir nachher noch sehen, ist es so, dass wir hier die bekannten All-Stars da haben. Nämlich genau die stärksten ihrer Klasse. Wir haben hier den DEWALT DCD 999. Wir haben hier von Milwaukee den M18 FDD2. Hier von Makita haben wir den HP 001G im 40 Volt Bereich. 18 Volt haben wir die DHP 486. Metabo haben wir den SB18 LTX BLI. Und von Bosch haben wir den GSR 18V 150C. Zusätzlich haben wir noch ein Gerät. Und zwar den DCD 800. Gar nicht so stark für die anderen, aber den brauchen wir unbedingt. Wir haben jetzt 7 Geräte und jede Menge technischen Daten. Die passen hier gar nicht auf den Monitor, beziehungsweise passen ja auch kaum hier auf meinem Blatt Papier. Man wird ja auch nicht jünger. Ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Ein Spaß beiseite. Wir haben hier so viele Daten, aber die brauchen wir für den Test eigentlich gar nicht. Wir haben hier die stärksten Geräte ihrer Klasse jeweils mit zum Beispiel 150 Newtonmeter oder 140 Newtonmeter oder 127, 135, also alles weit über 100 Newtonmeter, bis auf eine Ausnahme. Und zwar der DCD 800. Der hat im harten Schraubfall 90, im weichen Schraubfall 27. Also er ist also nicht bei weitem nicht der stärkste, sondern im Gegenteil eigentlich sogar der schwächste von allen. Überrascht nachher aber trotzdem. Wenn du alle technischen Daten haben willst, die ich hier auf meinem Zettel habe, dann findest du die wie immer auf gotus.de im Werkzeugvergleich oder ich verlinke das Ding mal hier oben. Und dann machst du bitte mal Folgendes. Nachdem du das Video geguckt hast, entscheidest du mal bitte auf der Seite, was findest du ist das beste Gesamtpaket. Das würde mich sehr interessieren. Aber dann kommen wir jetzt endlich mal zum Thema Test. Wir haben gedacht, naja, dann testen wir jetzt mal und haben erst einmal Folgendes genommen, und zwar nicht den DCD 800, sondern haben genau dieses Testfeld hier genommen und haben gesagt, wir wollen ja von den verschiedenen Herstellern alle Akkus testen. Also Akkusysteme wollten wir ja testen, aber wir wollten auch möglichst gleiche Werte haben. Ergo, wir wollten am ehesten immer 5 Amperestunden Akkus haben. Und deswegen haben wir genau die genommen, die wir auf dem Tisch haben. Zum Beispiel von Bosch habe ich genommen einen Standardakku, hier 5 Ampere und den 5,5 Ampere Procore als System. Beim Procore, vielleicht reden wir am besten gleich mal drüber, der Procore ist das modernere System von Bosch, hat auch die moderneren Zellen drin, aber immer noch runde Zellen hier drin. Und der Procore macht eine Sache sehr, sehr gut, nämlich er leitet die Wärme nach außen. Ergo im Grenzbereich, wenn wir sehen, wird der heiß oder wird er nicht heiß, werde ich dir gleich erzählen. Dann haben wir von Bosch hier die LIHD, also so ein HD-Akkus, hier 5,5 Amperestunden. Ich habe keinen anderen gefunden ohne HD, muss es der halt solo so tun, beziehungsweise nur der hier tun. Bei Makita ist es ja so, der Standard 18 Volt Akku ist eigentlich einfach seit Jahrhunderten gefühlt immer dasselbe System. Ihr kennt das alle, gibt es als 5 Ampere, 6 Ampere oder sogar noch kleinere Dreier, aber natürlich hier 5er mit in Summe übrigens 90 Wattstunden. Das ist wichtig, nämlich wir rechnen hier auch alles gleich bei den Werten runter auf die 90 Wattstunden. Der hier zum Beispiel hat ja 99 Wattstunden, aber bei den Testergebnissen haben wir es entsprechend durch die 5,5 mal 5 wieder geteilt oder multipliziert in dem Fall wieder, sodass wir alle gleich messen, als wenn sie nur 5 Ampere drin hätten, also Amperestunden gespeichert hätten. So, dann haben wir hier 40 Volt Makita, theoretisch ein 36 Volt System, anders gemessen sind halt 40 Volt hier in einem Block, zwei 18 Volt Akkus, theoretisch, hintereinander geschaltet, aber wir haben hier in Summe 180 Wattstunden. Das heißt, die Testergebnisse hiervon haben wir halbiert, weil wir wollten es ja mit den 5 Ampere Stunden. Wir wollen wissen, was holen wir aus 5 Ampere raus? Ja? Welches System ist wie effizient und im Grenzbereich ja eben. So, dann haben wir hier bei Milwaukee halt auch zwei verschiedene Systeme, und zwar das normale 5er Standard und den High Output genommen, 5,5. Das ist auch das modernere, neuere System, wo du auch die neueren Zellen drin hast. Aber lass uns nicht von irgendwelchen Spezialbegriffen sprechen. Hier sind einfach die neueren Zellen drin, auch wieder runde Zellen, die hier in Dienst verrichten. Aber du siehst hier auch schon, ja, das ist schon einiges größer. Du brauchst auch viel mehr Bauraum hier, um das unterzubringen. Und dann am Ende haben wir von DEWALT auch den normalen Standard 5 Amperestunden genommen und dazu dann hier
den Powerstack mit einer ganz neuen Technologie. Du hast keine runden Zellen, sondern du hast hier Flachzellen drin, die aufeinander gestapelt sind. Wir wollten ja wissen, was funktioniert am besten und bekomme ich die hier überhitzt. Und jetzt fing das Elend wirklich an. Nämlich, wir haben diesen Forsterbohrer genommen. Aber das ist ein 41 mm Forsterbohrer, auch mit der Zentrierspitze mit allem drum und dran. Aber wir haben Folgendes gemerkt bei all der ganzen Bohrerei. Und zwar haben wir 850 Löcher gebohrt, haben wir rausbekommen, dass das eine doofe Idee war. Das war dumm. Naja, kann halt mal passieren. Was haben wir festgestellt? Nichts. Wir haben keine signifikanten Unterschiede gemerkt. Denn von 61 im schlechtesten bis halt auf, 55 im schlechtesten bis halt so, ja, so an die 80 Löcher war das doch relativ identisch. Wenn man 60, 65, 72 und so weiter. Quatsch. Ergo, keine richtige Belastung. Wir haben dann auch die Akkus, die Geräte und all sowas dann entsprechend gemessen und haben kaum einen Unterschied gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir testen das jetzt mit dem hier, mit dem 54 mm. Und dann fing so ein bisschen auch unser Problem an. Nämlich, wir haben das zuerst mit dem DCD 999 gemacht und haben da interessante Testergebnisse gehabt. Nämlich, mit dem 999 war es so, dass die Menge der Löcher nicht mit dem übereingestimmt haben, denn wir haben hier mit einigen Herstellern gesprochen, was die Hersteller vermutet haben, was rauskommt. Nämlich hier bei dem 999 war es so, dass wir hier nur 75 Löcher geschafft haben mit diesem Bohrer. Und hat Dewald gesagt, ja, der Unterschied ist, dass das Gerät, das 999, nicht so effizient ist. Und jetzt, das wirklich sehr interessant, nicht so effizient ist, weil es ist das ältere Gerät, es ist zwar auch brushless, alle hier sind brushless, es ist ein älteres Gerät, aber setzt die Energie nicht so gut um. Die Elektronik ist nicht so modern wie vom 800er. Und sie haben gesagt, probier doch mal lieber den 800er aus, der ist noch effizienter, damit würdest du noch mehr Löcher hinbekommen. Denn hier nochmal, und wir machen gleich auf eine Tabelle, für den finalen, wo wir den finalen Test drin haben, aber die hier hat nur geschafft, also der 909, nur 74,5 Löcher. So, also wir schließen den jetzt einmal aus. Hinweis von Dewald, nimm den 800er und da sage ich auch gleich, eigentlich hätten wir den nicht genommen. Und normalerweise hätte ich es nicht genommen, weil es gibt hierfür keinen Zusatzhandgriff. Wir haben aber gesagt, okay, wir probieren es trotzdem und machen den Test und haben jetzt hier beides getestet. Und wir machen jetzt Folgendes, wir zeigen dir hier oben eine kleine Tabelle, da machen wir es so, da kommen zwei Tabellen hin und zwar einmal mit dem Standard-Akkusystem, mit dem Basis-Akkusystem, sage ich jetzt mal, und einmal unten und einmal oben mit dem Power-Akkus. Ja, dann schauen wir mal, da wird das dann immer so ein bisschen so aufgerenkt, welches ist denn da wohl auf Platz 1 und Platz 2. Wir lassen am besten mal ein bisschen Platz da oben jetzt. So, bei Dewald ist es so, mit dem normalen 5 Ampere-Stunden haben wir auch gebohrt, gebohrt, gebohrt und gebohrt und haben was rausbekommen. Wir haben 46 Löcher geschafft. Okay. Interessant ist aber, mit dem Powerstack haben wir nicht 50, 60, 70, 80, mit dem Powerstack haben wir 90 Löcher geschafft. 90, nochmal, 90 Löcher. Das heißt also, wir haben hier mit dem Akku, das will ich nicht hinbekommen. Und das Interessante ist, das hier ist der einzige Akku, der Dewald, der überhitzt ist. Der Akku ist so heiß geworden, so im Grenzbereich, dass wir nur deswegen 46 Löcher nur geschafft haben, weil er wirklich so heiß geworden ist. Ihr seht hier, der hat jetzt noch zwei Balken, das heißt wahrscheinlich ist er so etwas mehr als halb voll. Der ist heiß geworden und wir wollten ja in einem durchschrauben, also in einem durchbohren und wir haben hier wirklich nur 46 Löcher. Danach war das Ding so heiß, hat von außen 60 Grad gehabt, das heißt von innen wird er noch heißer gewesen sein. 60 Grad von innen, von außen, dann wird innen drin 70, 80, 90 Grad im Zweifel gewesen sein und dann hat er einfach aus Hitzeschutzgründen abgeschaltet. Ende. Nachtest gibt es natürlich nicht, sondern es geht ja wirklich darum, im Grenzbereich zu arbeiten und da hat er einfach aufgegeben. Mit dem hier, mit dem 800er haben wir ergo mit dem Powerstack geschafft 90 und das ist enorm, aber man muss auch sagen, das Gerät ist dafür eigentlich nicht wirklich gedacht gewesen, weil die Kühlung ist so klein hier, der ist auch wirklich heiß geworden. Der hatte nachher eine Temperatur von, haltet euch fest,
von 66 Grad. Also hier hinten hatten wir 66 Grad, das ist schon ordentlich. Das toppen wir locker, wirst du gleich sehen. Aber wir hatten 66 Grad. Zusätzlich war es so, dadurch, wir haben ihn auch so ein bisschen auch misshandelt, weil wir ihn so gehalten haben, war eine Öffnung aber auch zu. Weil wir hatten ja keinen Zusatzhandgriff und mussten irgendwie jetzt hier versuchen, die Löcher zu bohren. Schwierig. Kommen wir zu Milwaukee und hier ist das Ergebnis ultra krass. Wir haben erstmal den normalen Fünfer genommen, den hier. Und damit haben wir geschraubt. Aber eigentlich doch gar nicht so viel geschraubt, denn der ist komplett leer. Du siehst hier, leer. Und das 27 Löcher war wirklich, wirklich Schluss. Mehr hat er nicht geschafft. Gleichzeitig war es so, dass das Gerät auch schon relativ warm geworden ist. Und wir haben gesagt, okay. Und dann haben wir übrigens einen anderen Test gemacht, damit wir den hier auch wieder abkühlen lassen. Ja, dann war er wieder nochmal auf Zimmertemperatur. Dann haben wir den High Output gemessen. Den hier. Und damit haben wir entspannte 80 Löcher, umgerechnet von 5,5 auf 5 Ampere, 80 Löcher gebohrt. Aber, und ich muss wirklich machen, das Gerät war hier hinten 95 Grad heiß. 95 Grad. Also gerade auch hier im hinteren Bereich hatte er 95 Grad nach der Anzahl von Löchern. Hat es aber geschafft und ist natürlich hier im Ranking hier oben ja schon ganz gut dabei mit 80 Löchern. Aber das ist schon heftig. Also das willst du nicht mehr halten mit dem. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zu Makita. Fangen wir mal mit dem einfachen Akkusystem an. Hier. Und hier mussten wir auch zwei verschiedene Geräte nehmen. Ja, einerseits den DHP 486 oder den HP001G. Hier 40 Volt, hier 18 Volt. Beim 18 Volt Makita ist Folgendes rausgekommen. Hier haben wir 56,5 Löcher im Standardbetrieb. 56,5 Löcher. Ging gut durch, fühlt sich gut an, macht seinen Dienst, nichts weiter zu sagen. Einfach gebohrt, alles entspannt. Und ist somit im Ranking ja auch ganz gut dabei. Aber hier im High-Output-Bereich, das ist ja Low-Output quasi, also im alten Akkusystem, im neueren Akkusystem, 40 Volt, haben wir 170 Löcher gebohrt. Heißt aber, wir mussten es ja, weil wir auf die 90 Wattstunden wieder kommen wollten, also 5 Ampere bei 18 Volt, mussten wir es halbieren auf 85. Wir haben also hier 85 Löcher gemacht. Interessant ist Folgendes, dass das Gerät hier eins der beiden besten Geräten vom Handling war, weil der Griff schön lang ist, das Gerät schön viel Kraft hat und man hier entspannt arbeiten kann. Das Gesamthandling ist eigentlich ganz gut, wenn du so guckst, ja, wie das so in der Hand liegt. Das ist schon echt gut, wenn man auch sagen muss, das ist echt schwer. Okay, 85 Löcher damit. Metabo lassen wir erstmal aus und kommen erstmal zu Bosch. Bei Bosch war es so, dass wir den ganz normalen 5 Ampere genommen haben, Standardbasis. Und damit haben wir geschafft, 68,5, also runden wir auf, wie wir es bei allen anderen gemacht haben, 69 Löcher. 69 Löcher mit dem Standardakku und dem Gerät. Das war eine ganze Menge Löcherei. Bei dem Procore, den Test habe ich selber gemacht, war es so, dass wir hier umgerechnet auf 5,5 haben wir 83 Löcher gemacht. Das heißt also 70 zu 83, ist kein Riesenunterschied. Ja? Und auch da habe ich wieder gebohrt. Und wie man vielleicht im Video auch sieht, habe ich ab und zu mal abgesetzt, denn bei der Menge ist es so, dass du irgendwann, dir wird der Arm lahm. Also wir haben wirklich auch über Tage hier geschraubt. Tage, Wochen. Nee, wir haben sogar wochenlang hier gebohrt. So, dann haben wir Folgendes gemacht. Oder besser gesagt, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe auch die mal alle nochmal verglichen für mich. Und hier war es auch so, dass hier der Handgriff enorm gut war und enorm gut lag. Und das eigentlich mit dem Makita waren die einzigen, die auch nach langem Bohren noch immer solide und schön in der Hand lagen. Und alle anderen hat man immer gesagt, oh, eigentlich könnte jetzt auch mal Schluss sein. Weil das Halten wird dann irgendwann anstrengend. Okay, das heißt also, hier haben wir 83 Löcher. Und hier seht ihr ja oben schon hier die Tabelle. Einmal von den Power-Akkus, von den neueren, moderneren Akkus und hier von den Basis-Akkus. Und jetzt kommt Metabo. Und bei Metabo ist es so, dass Metabo gesagt hat, ach Quatsch, das ist doch alles Quatsch. Metabo hat nämlich mit dem HD-Akku, den wir haben, hier,
Folgendes gemacht. Metabo hat 96 Löcher geschafft. Ja? Umgerechnet auf 5 Amperestunden waren es 96 Löcher. Auch hier gebohrt, gebohrt, gebohrt und in Summe 96. Wahnsinn. Ich habe euch ja vorhin bei DeWalt gesagt, wie heiß der Akku geworden ist. Da waren es ja 61 Grad. Ich kann euch das ja mal nachreichen, wie es bei den anderen war. Bei Milwaukee waren es entspannte 35 Grad nach all denen. Und zwar in beiden Systemen. Bei Makita zum Beispiel waren es hier 56 Grad. Das ist schon am Grenzbereich. Hier waren es dann aber auch schon 43 Grad. Ich weiß, 42 wollte echt nicht gedacht. Bei Metabo 37 Grad. Naja, kann man auch so machen. Bei Bosch waren es in beiden Systemen auch knapp an die 40 Grad, egal was das war. Und denkt immer dran, das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn ein Akku außen heiß ist. Er sollte nicht innen heiß sein, das weißt du natürlich nicht. Es kommt aber darauf nicht an, wie warm ein Akku wirklich außen ist. Es ist nur ein Indiz dafür, was denn so ist. Bei Bosch zum Beispiel ist es so, dass der ProCore wirklich so gebaut ist, dass er extra jegliche Hitze immer nach außen sofort rausgibt, damit es außen heiß ist und innen drin nicht so warm wird. Ja? Das ist natürlich bei den älteren Basisakkus wie hier bei Makita nicht der Fall. Also ergo, es ist einfach so, dass die Akkus in Summe gar nicht so warm geworden sind bei dem Test, wie wir es gedacht hätten, obwohl wir wirklich im Grenzbereich waren, aber die Geräte. Ja? Also ich meine, DeWalt hier, ich weiß bei dem Akku wirklich nicht, warum ging das so schnell, ob der wirklich hier innen drin immer gesagt hat, Ende, Aus, Schluss oder ist auch wirklich alle, keine Ahnung. Bei DeWalt ist es wegen der Hitze ausgestiegen und so weiter und so fort. Was wir aber gemerkt haben, ist Folgendes. Das Gesamtsystem, was wir haben, also hier von Metabo, Akkuschrauber plus der Akku, ist einfach am effizientesten. Das heißt, wahrscheinlich wird es so sein, wenn wir im Grenzbereich Schrauben schrauben würden, im Grenzbereich würde Metabo auch wieder am längsten schaffen. Wenn wir einfach nur Standardschrauben machen würden, also so einfache Schrauben wie, weiß ich, 6x80 oder so, wie wir es auch bei DeWalt genommen haben, wäre es nochmal echt interessant. Aber wir reden hier wahrscheinlich dann von 5.000 bis 6.000, 7.000 Schrauben, die wir schrauben müssen. Sollen wir das nochmal nachholen? Sag bitte nein. Schreib bitte in die Kommentare, nein, sollen wir nicht machen. Nicht das Ganze mal mit Schrauben wiederholen. Nee. Wir sehen aber wirklich, nochmal, ich habe es hier auf dem Zettel, ihr habt sie hier eingeblendet, dass im Standard-Basis-Akku-Bereich war Bosch der am meisten geschafft hat mit 70. Dann kam Makita, DeWalt und Milwaukee. Im Bereich der moderneren Akkus, wo es einfach wirklich um Effizienz, um alles ankommt, ist es so, dass Metabo mit 96, beziehungsweise DeWalt, Makita, Bosch und dann Milwaukee erst kommt. Ihr seht aber auch, so viel Unterschied ist in der Regel nicht, außer hier in der Range jeweils, außer bei Milwaukee. Das ist schon krass, wie groß der Unterschied ist zu den anderen Herstellern. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, auch bei der Auswahl oder bei euren Gedanken zu den verschiedenen Akkusystemen. Denn ich bekomme immer wieder die Frage, was ist denn das beste Akkusystem? Und das hier ist natürlich nur ein möglicher Test. Und das ist nur ein wirklich Grenzbereich-Test, weil die Geräte selbst, die einzelnen, nein, nicht die Geräte, sondern die Akkus einzeln, kann ich ja gar nicht testen, sondern ich muss es mit dem Akkuschrauber zusammen testen. Und dann ist es immer so, dass ich das Gesamtsystem teste. Wenn jetzt, und das ist übrigens auch genau der Punkt, mit dem hier waren wir einfach weniger effizient und haben hier auch weniger Löcher geschafft. Und wenn wir hier einen anderen Akkuschrauber auch nehmen, ein viel älteres Gerät, ein nicht brushless Gerät, werden wir bei weitem nicht diese Anzahl rausbekommen. Du musst also immer für dich nochmal in Relation setzen und für dich selbst nochmal bewerten. Ihr geht bitte mal auf die Vergleichsseite, auf gotools.de, geht da drauf und sagt, wer hat denn jetzt gewonnen aus eurer Sicht? Was sagt ihr, ist das beste Gesamtsystem? Ist es vielleicht am Ende doch eher Makita oder Bosch? Weil vielleicht schaffen sie auch ein paar weniger, sind nicht ganz so effizient, aber dafür kann man sie wesentlich eher dann auch handeln. Wer weiß, was eure Präferenz ist, würde mich sehr interessieren. Und ich freue mich schon super auf eure Kommentare. Es wird sicherlich kontrovers sein. Und jetzt heißt es rein ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Und ich denke mir jetzt den nächsten Test aus.